My hair. You like my hair? Your hair is black. Hey, you need some red. Put some blue tips in it. Blue tips. You got it. Awesome. You got it. You got it. Ja, nein, ist nicht der. Du meinst den Bugatti. Wow, noch schnell ein Lamborghini hier. Wenn ihr Frauen kennenlernt, dann bitte nicht hier. Ja, denn nicht hier, Leute. Denn hier wird's teuer, Leute. Hier keine Frauen daten. Auch hier abmachen. Hier wird's teuer. Hallo meine Freunde und willkommen bei Crow Bro Lifestyle. Ja. Was schwulst du hier rum? Oh. Bro, schaut mal Leute. Die Frau Anja Zeidl hat ja eine Ausbildung als Friseusin. Ja, Friseurin, ja. Friseuse. Auf Deutsch Friseuse. Nein, Friseurin. Danke Bro, danke. Und ja, sie haben mir heute mal die Frisur gemacht und sie hat gesagt, es ist richtig gut so. Ich mache heute einen ultimativen Test. Ja, mal schauen, ob ich heute eine Nummer kriege von einer Frau, weil meine Haare so gut sind. Wenn ja, dann bist du die beste Friseurin. Ja, wenn nicht, dann nicht. Leute, ich sag euch eins. Ja? Ja, das ist schon easy schwul, Mann. Leute, wir sehen uns später. Wir gehen was essen. Bis dann. Wir fahren heute mit Anja Zeidlers Mercedes, gestohlen vom Prinz Abdullah Mahamute Achuhet. Von Dubai. I have a very, very, very important question, okay? My hair. You like my hair? Your hair is black. Hey, you need some red? Put some blue tips in it. Blue tips. You got it. Awesome. You got it. You got it. So, fahr jetzt zum Sushi, komm. Erster Test bestanden. Erster Test bestanden. I get fucked up, drink a little bit. So Leute, anderer Tag, nächster Tag. Wir waren gestern noch in diesem Sushi-Lokal. Der Bro ist auch hier. Wir sind hier in einem ganz, ganz geilen, in einer geilen Cafeteria. So sieht's aus. Geil gemacht hier. Geil gemacht hier. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach dem nicht sauren Espresso hier in Amerika. Ja, weil ich schwör's euch Leute, es ist schwierig hier einen guten Kaffee zu bekommen, wenn wir deutsche Verhältnisse gewöhnt sind. Das ist der Punkt. Und ja, gestern mit meiner Frise, ja, die Anja Zeidl geschnitten hat, ja, es lief nichts. Die Frise war nicht gut genug. War nicht gut, ja. Das heißt, heute muss ich zum Friseur, mal schauen. Baby, check es ab. Nein, sie hat mich nur gestylt gestern Abend, weißt du, sie hat ja nur gestylt. Ja, wir checken mal den Kaffee ab und nachher gehen wir vielleicht an den Rodeo Drive. Wir sind hier ganz heute im Easy Peasy Style. Wir nennen das so Easy Peasy Style, ha? Easy Peasy, Leute, das heißt immer. Easy Peasy Measy? Nicht gut genug, um in den Club zu kommen. Aber gut genug, um sich wohl zu fühlen. Mhm. Man kann direkt ins Gym, aber man kann auch direkt etwas trinken gehen. Ins Gym? Ja, sicher. Direkt ins Gym mit Provo-Bell, Bro. So sieht's aus. Schau mal, ich frage mal die Ladies, ob die meinen Style mögen. Hello, ladies, I have a question. Do you like my style? Yes or no? Yes? You like it? Where are you guys from? I'm here. Nice to meet you. Ich sehe es, Leute, Probo Wear kommt gut an bei den Frauen, oder? Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid, Leute. Link in der Beschreibung. Nein, Dislikes! Shit. Das ist ein leckerer Kaffee hier. Von Kolumbien, mit leichtem Feigenaroma. Richtig nice. So Leute, wir checken jetzt den Rodeo Drive für euch ab, yes. Mit Daniel Zeidler. Ey, die Leute haben gefragt, was das Auto kostet, um zu mieten. Jetzt geben wir hier einen guten Tipp rein. Ja Leute, das ist in erster Linie, das ist immer wichtig, dass ihr immer vorher reserviert. Das heißt, geht nicht einfach planlos an den Flughafen oder fliegt nicht irgendwie nach Los Angeles und mietet das Ding, sondern macht es immer mit Reservation, dann ist es um einiges günstiger. Wir hatten jetzt übelst Schwein, weil wir haben nichts reserviert, aber der Typ, der hat... Er hat sich gut mit uns verstanden und wir haben dann eine andere Reservation sozusagen gecancelt oder canceln lassen, weil die nicht gekommen sind. Das heißt, für so ein Ding, für 35 Tage haben wir es jetzt gemietet oder mehr. 36, 37 Tage. Auf jeden Fall kommen wir nicht über 3000 Dollar. Ja, wir kommen nicht über 3000. 2,7 sind es. 2,7. Und der Punkt ist der, wenn ihr euch so einen Sportwagen holt, ja,
vor allem deutsches Modell, bezahlt ihr viel, viel mehr. Mhm. Aber mit so einem Auto seid ihr viel sicherer unterwegs hier. Außerdem könnt ihr den gar nicht richtig drücken, weil ständig die Kreuzungen sind. Also ich empfehle euch hier in Amerika ein großes Fahrzeug zu kaufen. Da seid ihr sicher, es ist bequem und außerdem kommt ihr überall rein, weil die Leute, die machen Platz. Aber man kann mit dem Teil nicht parken. Also ich könnte halt mit dem Ding nicht parken. Wir haben das Ding für 7 Wochen, nicht für 35 Tage. Wir haben es für 7 Wochen. Ja, für 7 Wochen. Für 2,7. Also wenn ihr unter 3K wegkommt für so ein Auto, habt ihr es richtig gemacht. Und sonst... Und der Punkt ist der, mit diesem Auto, wie gesagt, sicher. Und wer nicht auffällt, wird nicht gesehen. Mit dem Auto werdet ihr gesehen. Also ihr könnt überall euch reindrücken. Überhaupt kein Problem. Jetzt checken wir den Rodeo Drive für euch ab. Rodeo Drive ist die teuerste Straße der Welt. Pretty Woman wurde dort gedreht. Pretty Woman. Also wenn ihr... Walking down the street. Wir checken es ab für euch, schauen, was dort läuft. Vielleicht erwischen wir Britney Spears, Paris Hilton oder irgendjemand beim Shoppen. Dann überfallen wir sie, bringen wir sie auf Cam. Hey Mann, Jessica Alba. Ich will Jessica Alba. Leute, so bauen sie in Amerika die Häuser mit Holz. Darum ist es auch so, dass wenn man ein harter Hurricane hier am Start ist, seht vor allem in Miami, dass alle Häuser am Arsch sind. Die sehen zwar von außen richtig nice aus, aber sind meistens nicht in diesen Standards gebaut, wie wir sie kennen von der Schweiz und in Österreich. Und ich denke, der hält sich auch nicht an die SUVA-Vorschriften, Umweltversicherungsvorschriften. Das gibt hier wahrscheinlich nicht. Da vorne ist Hollywood. So, wir sind hier, Leute, am Rodeo Drive in Beverly Hills. Hier sind alle Läden, was Rang und Namen hat. Wir checken es noch gleich aus. Wir suchen jetzt einen Parkplatz hier. Und dann laufen wir mal die Straße. Hier gibt es auch richtig harte Fahrzeuge und alles. Also hier seht ihr alles. Da vorne seht ihr gleich jetzt einen Rolls Royce Phantom, ganz in Gelb. Schaut mal. Das ist immer sieht man dort. Den? Das ist immer ja, nein, das ist nicht der. Du meinst den Bugatti. Ah ja, stimmt. Da seht ihr gleich den ja, hier seht ihr einfach alles. Also diese Straße müsst ihr unbedingt abchecken, wenn ihr mal hier seid. Oh. Wenn die gut shoppen gehen. Aber ihr braucht auch das nötige Cash. Also hier wird die Kreditkarte richtig verbrannt. Ja? Also hier brennt sie. Noch so ein kleiner Tipp. Wenn ihr Frauen kennenlernt, dann bitte nicht hier. Ja, denn hier, nicht hier, Leute. Denn hier wird's hier teuer, Leute. Hier keine Frauen daten. Auch hier abmachen. Hier wird's teuer. Ja, Bro. Wow. Da, noch schnell ein Lamborghini hier. Hier, Prada, Gucci, alles am Start hier, Leute. In diesen Laden kann ich nicht mehr rein, Mann. Als ich Mokassins für $32,000 gesehen habe, habe ich... Nein, was? $32,000? $16,000 oder $8,000. Auf jeden Fall irgendwas im höheren Tausenderbereich. Oh, shit. Sorry, Mann, aber Tom Ford, und I like you, but sorry, but not sorry, you know? Ja, ich weiß, was du meinst. Und überall diese verdammten Fahrzeuge sind richtig, richtig geile Fahrzeuge hier überall am Start. Schau mal, da haben wir den nächsten Rolls Royce. Ist ein Rolls Royce. Ja, das ist ein Rolls Royce. Ja, check mal ab. In allen verschiedensten Farben. Oh shit, man. Oh shit, da. Alles easy peasy. Okay. Ja, man, der Mischer, der braucht unbedingt ein paar Mokassins. Also, er findet einfach nie irgendwelche gute, weil es nicht in seine Größe gibt. Mhm. Oh, das Sofa ist richtig bequem hier. Und ich hänge es jetzt ein bisschen da. Mal schauen, ob er was findet. Und was kosten solche Tours, Bro? $200-$300 vielleicht? Ich glaube, bei $200-$300 sind die schon easy teuer, aber Qualität hat seinen Preis. Und die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut von Tours. Ich kenne die Schuhe. Ich hatte auch mal früher, vor 4-5 Jahren, welche Mokassins Schuhe. Die Frau Zeidler muss ich jetzt mal auf das Sofa setzen. Wow. Und? Brutal, hä? Eh? Ja, Mann, das Sofa ist brutal. Ich könnte hier schlafen, Mann. Oh. Hey man, I have a question. Yeah, can I sleep here for two nights? Yes, you can. How much is the rate? You know what? Huh? That we have to ask the manager. Okay, so ask the manager, please. Zeig links oder rechts? I don't know. Let me check what. Okay, relax. Und sonst? Where are you visiting us? From Switzerland. All right, good to have you here. Thank you. Do you know the good chocolate in Switzerland? Absolutely. In Switzerland, we have the best chocolates. Absolutely. We have
Ist der schwarz da? Welcher schwarz? Der da? Ja. Das ist aber nicht das gleiche Modell, gell? Das ist sehr elegant. Very aber chic. Elegant. Ja, ich finde einfach, ich finde das Wildleder besser, Bro. Ich finde das ein bisschen wüst da. Ja. Das ist das Gummi. This is the one I'm short. Wir sind jetzt mitten beim Rodeo Drive. Schau mal, hier ist auch noch Louis Vuitton. Ja, und die ganzen Burberry und die ganzen abgefuckten Marken. Die zocken uns ab, Mann. Die zocken uns ab. Hier seht ihr schon wieder ein bisschen bessere Autos am Start. Also es ist wirklich ein krasser Unterschied. Und da vorne, in diesem Hotel, im Wilshire, da wurde der Film gedreht, Pretty Woman. Pretty Woman, walking next to me, Pretty Woman. Das ist dort hinten, dort in diesem Hotel. Bam, können wir nachher auch noch durchlaufen. Und das ist die bekannte Straße hier am Rodeo Drive. Schaut mal. Let's go! Das ist die bekannte Straße hier, oder Passage hier beim Rodeo Drive. Da oben kann man Breakfast at Tiffany's ja, haben. Da oben kann man frühstücken. Da, genau, das ist das Hotel von Pretty Woman. Mit Julia Roberts hier. Das ist noch bekannt hier. Also hier müsst ihr herkommen und euch das ab, dass ihr euch ja, reinziehen. Wir laufen hier noch jetzt ein bisschen rum, auch wenn ihr nicht unbedingt einkaufen geht hier, weil es einfach zu teuer ist. Ich meine, hier gibt's Läden, wie gesagt, kann man sich Anzüge holen für 15.000 Franken und so weiter und so fort. Das ist jenseits von Gut und Böse, aber es ist dann wirklich nur noch für den Markennamen. Aber es ist doch interessant, ab und zu in die Läden reinzugehen, mal schauen, was es so gibt. Ja. Also hier, Rodeo Drive in Beverly Hills, auf jeden Fall ein Muss für jeden. Die zwei sind jetzt hier im Versace-Laden drin, checken mal ab, was dort so gibt. Leute, kurzes Fazit. Ja, das ist immer so. Leute, fühlt ihr mich manchmal, wenn ich sage, dass es sehr schwer ist, mit ihm zu vloggen, weil er immer wie eine Rakete abgehen kann und wir alle so immer, oh shit, das wird wieder gefragt, oh shit. Fazit schnell zum Rodeo Drive für unsere Leute hier. Teuer. Fazit zum Rodeo Drive. Gefährlich. Bros, meinst du Fazit? So, muss man gesehen haben oder nicht? Oder? Ja. Ich habe mein Fazit schon vorher gegeben. Also mein Fazit ist, kommt hier hin, um irgendwie so ein bisschen zu entspannen, um das alles mal anzusehen, aber kommt hier nicht hin. Kommt ohne Kreditkarte her, ja. Sonst brennt sie, ja. Mann. Sie brennt. Also Leute, es ist total schöne Sache von ganz L.A. Ich kenne jetzt ziemlich jede Ecke von L.A. Aber diese Ecke hier ist einfach wirklich gut zum Entspannen. Sie ist schön, sie ist sauber. Wirklich easy hier mal rumzuchillen, aber ganz gefährlich. Kreditkarte zu Hause lassen, hierher kommen, mal abchecken, was läuft. Die trinken hier jetzt noch einen Kaffee. Die Frau, die ist gut hier. Die ist sehr gut. Und mal schauen später, was noch läuft. Ihr seid der Ball. Jetzt zum Schluss noch zwei, drei Autos hier nochmal am Start. G55 Test. Der kommt direkt von Dubai, Leute. Ja. Leute, das ist das Geile. Und der dort, der kommt, keine Ahnung von wo, ja, keine Nummer. Das Geile an dem G ist aber, in Amerika kann man sich das Teil easy reinziehen. Das kostet in der Schweiz dreimal mehr. Ich glaube, in der Schweiz hast du 150 dafür. Dort haben wir Geld. Und in Amerika zahlt man 55 für ein G. 55.000, Digga. Ja, sehr, sehr teuer. Ist ein ganz schönes Fahrzeug. Finde ich ganz, ganz geil. Sieht richtig, richtig hart aus. Wie findet ihr das Auto? Voll geil. Verwertetes Auto, oder? Also wenn du so ein Importgeschäft machen willst, kauf diese Autos ein und verkauf sie weiter in der Schweiz. Ja, so sieht es gutes Money. So sieht's aus. Wir gehen was essen jetzt zu einem Thailänder. Später gehen wir in den Ausgang zu unserem berühmt-berüchtigten Club. Das ist ein ganz großer Vorteil hier in Amerika. Um 10 nach 2 morgens könnt ihr einfach zack ins Ross gehen, also wie in Aldi, und shoppen gehen. Wir waren jetzt im Boulevard 3. Checkt unbedingt mal diesen Club ab. Club ist sehr gut, oder? Yep. Ja, heute ein bisschen junges Publikum. Aber letzte Woche war richtig geil. Freitag war gut, Samstag ist richtig gut. Checkt Boulevard 3 ab. Jetzt wird von den Securities gefickt. Ja, jetzt werde ich von der Security gebumst. Abschalten. Hier, Leute, 10 nach 2, 24 Stunden offen für Shoppen. Einfach geil. Alles eingekauft, alles. Ein anderer sonniger Tag hier in California. Und wir gehen jetzt ins Training, sind gerade aufgestanden. Ich habe heute ein Oberkörpertraining mit einem Rönne. Und zwar habe ich den kennengelernt, das ist ein Deutscher. Dem habe ich jetzt ein Personal Training. Mischa hat Brust auf dem Programm, ich habe Oberkörperprogramm. Mit ihm da vorne parkiert.
Und dann gehen wir später mal was essen und an den Strand. Heute ist Samstag. Geht ab, Leute. Heute ist Samstag. Also wir werden heute einen gechillten Tag machen. Wie gesagt, Personal Training habe ich jetzt. Dann gehe ich was essen. Später gehen wir noch mal ein bisschen an Muscle Beach. Und dann werden wir ein bisschen chillen am Strand. Also heute easy. So sieht's aus, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Und verteilt den Probro Lifestyle, weil er ist gut. Kiss, kiss. Bang, bang. Schaut euch mal den Affen an hier. Nein, ich habe gedacht, ich schalte nochmals allein. Hey, ich hab ein Training mit dem Nico. Personal Training, also Personal Training, aber wir haben zusammen trainiert. So ein Special Personal Training. Feedback so wie war's. Die Leute, die Community. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich durch. Ja. Im Goldstream mit Patrick zu trainieren. Absolut geiles Erlebnis. Wir hatten ein hohes Volumen auch, ja, eigentlich schon easy peasy. Wir haben ein paar gute Übungen reingehauen. Grundübungen. 5x5, Bank, Military Press haben wir angeschaut. Dann haben wir jetzt am Schluss noch ein bisschen hochgeheizt mit dem Puls. Dann ein paar Supersätze reingehauen für Bizeps, Trizeps und am Schluss noch hintere Schulter, Face Pulls und ein paar gute Übungen für den mittleren Teil des Rückens. Also Feedback ist gut. Ja, absolut geil. Absolut. Hab ich den Stempel? Du hast 2 Sterne von mir. Also, cool. Richtig geile Sache. Ja, Leute, also wie gesagt, checkt das Goldstream ab. Zum 1000. Mal, wenn ihr hier in Kalifornien seid, müsst ihr abchecken, oder? Ich habe diese Meinung. Definitiv. Motivation ohne Ende. Überall Motivation. Free Workout braucht ihr gar keins. Braucht ihr gar keins, Leute. Darum, seid auf jeden Fall am Ball hier und am Start. Und ganz schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen oder was auch immer. Make the ground shake.